Ihr? Ah, hier ist es. Entschuldigung. So. Vielleicht hat ein bisschen länger gedauert. Aha. Also, ja. Irgendwann, dass ihr alle fliegen könnt. Zuck. Yay. Alle können sie fliegen. So. Ist noch kurz die Frage, wie komme ich denn hier wieder raus? Ich könnte mich raussprengen. Ah, Moment, ich kann hier raussprengen. Aha. So. Aber es kommt eh gleich wieder irgendwas von irgendwo. Nein, das hat sogar mal funktioniert. Ich fresse einen Besen samt Stiel. Es ist 23.33 Uhr, aber ich will dieses Spiel jetzt noch zu Ende spielen. Egal, was komme, das, was da wolle. Ich werde dieses Spiel zu Ende spielen. Einstampfen wäre zu gut für ihn. Erst ein Jahr Verbrennungsanlage, das zweite Jahr im Tieftemperaturbereich, dann 10 Jahre in der von mir geschaffenen Kammer, in der man von allen Robotern angeschrien wird, und dann töte ich ihn. Okay. Oh, schön. Helfen tut mir das Ganze nicht. Ist hier irgendwo ein Fenster nicht drinnen, dass ich da sagen könnte, ich... Nee, leider nicht. Aha. Ach so. Okay, das bombt hier auf alle Fälle, interessanterweise. Wie lasse ich die Bomben hier erscheinen? Ich wette, ich muss diesen Gang da sprengen. Und wie gesagt, die Frage ist eben, wie lasse ich die hier erscheinen? Also. Wie komme ich hier weiter? Ich komme hier nicht weiter. Moment. Hier ist nichts mehr. Gut. Okay, dann stelle ich mich gerade wieder einfach nur blöd. Dann mache ich... Könnte ich denn hier noch hinschießen? Ich meine, das Teil kann ich nicht so timen, dass es hierher schießt. Denke ich. Aber die Idee ist mal nicht schlecht. Kommen ja da keine Kanonenkugeln mehr. Hm.
Netterweise. Machen wir hier mal einen ganz kurzen Cut, bis ich weiß, wie es weitergeht. Nein, es ist so einfach. Es ist so einfach. Hier unten fehlt die Glasscheibe. Ich hab's nicht gesehen. Ich bin so blind und blöd und. Moment. Bomben her. Ach nee, warte, Moment. Hier. Hier hin, hier hin, hier hin. Ja, auf das wäre ich noch selber gekommen. Auf die Idee bin ich selber gekommen. Achso, hier. Yay. Oh mein Gott, wie sieht's denn hier aus? Der war aber sehr lange ruhig. Ich gehe mir mal aufs Laufband und lass mich mal. Bewegt sich das dann vielleicht mal? Super, da bist du ja. Lass mich nur mal eben diesen Steg loswerden. Dankeschön. Das hätten wir. Ich muss dann mal kurz mit dir reden, wenn es recht ist. Ich will ehrlich sein, die Todesfallen waren bislang nicht das Gelbe vom Ei. Für uns beide, da gibst du sicher recht. Außerdem kommst du allmählich meinem Versteck gefährlich nahe. Guck mal. Naja, vielleicht ein bisschen weiter hinter. Jetzt habe ich es zum ersten Mal gesagt. Es klingt vielleicht banal, aber es ist ein angenehmes Versteck für Bösewichte. Düster und tödlich. Und so wird das Ganze ein bisschen beschleunigt. Ich will dir nur die Chance geben, dich schon jetzt zu entsorgen, bevor du in mein Versteck eindringst. Du könntest zum Beispiel in den Stampfer da springen. Keine Falle diesmal, eher eine Art Alternativtod. Und schon bin ich schnell genug, dass ich. So, jetzt bin ich auch schnell genug, um davor zu dringen. Du siehst, gleich hier Schluss zu machen, ist das günstigere Angebot. Du musst dich nicht bis zu meinem Versteck durchkämpfen, wo doch hier sein bequemer Tod in greifbarer Nähe. Das heißt ja wohl nein. Ja, genau, das heißt es. Hallo? Oh ja. Ist das Tageslicht? Ja, ich glaube, ich sehe Tageslicht. Hier kann man schon mal ein Portal machen, wo ich hin kann. Aha, auf die Idee bin ich schon gekommen. Ja, ich. Moment. Was denn? So. Yahoo. So. Und los geht's. Ich bin drin im Stream. Okay. So weit, so gut. Ich bin nicht dumm, weißt du. Ich merke schon, dass du mir nicht vertraust. Gut, immerhin, sind wir zwei. Du denkst, ich betrüge dich und an jedem anderen Tag hättest du recht. Die Wissenschaftler haben dauernd Kerne an mir befestigt, um mein Verhalten zu steuern. Ich hörte mein Leben lang Stimmen, doch nun höre ich die Stimme eines Gewissens und das ist schlimm. Denn jetzt ist es meine eigene Stimme. Ah. Wir fahren jetzt erstmal. Wir fahren nicht, wir porteln uns nach oben.